Waffen. Es gibt sie, seit es Menschen gibt. Über Jahrtausende bestimmen sie die Geschicke von Generationen. Waffen bringen Leid und Tod. Sie stehen dafür, was der Mensch dem Menschen antun kann. Doch Waffen sollen auch Frieden sichern und weisen der Technik neue Wege. Von der Keule zur Rakete. Die Geschichte der Gewalt. Treffen aus der Distanz. Wir zeigen, wie drei Waffen Kriegsgeschichte schreiben und jeweils eine ganze Epoche prägen. Verblüffende Experimente liegen offen, worin das Geheimnis ihrer tödlichen Effektivität liegt. Das Minier-Geschoss aus dem 19. Jahrhundert schockiert mit Präzision und Durchschlagskraft. Das hat mich schon erschrocken. Der Langbogen sorgt unter den Rittern des Mittelalters für Angst und Schrecken. Das ist ein Stück Holz, das Pfeile irrsinnig weit befördert. Der römische Wurfspeer macht den Gegner mit einem Trick kampfunfähig. Der Speer hätte sogar noch den Mann hinter mir getroffen. Unsere erste Waffe, das sogenannte Pilum, der römische Wurfspeer. Antiken Quellen zufolge die entscheidende Waffe der Legionen des Imperiums. Die Geschichte des Pilums reicht zurück in die Frühzeit der Menschheit. Seit mehr als 400.000 Jahren nutzen Menschen Speere für die Jagd. Nur so können sie große, gefährliche Beutetiere erlegen, so wie den Bison, der für die Ernährung etwa der Neandertaler eine große Rolle spielt. Vor über 40.000 Jahren dringt eine neue Spezies ins Territorium der Neandertaler ein. Homo sapiens, der moderne Mensch. Auch die Eindringlinge tragen Speere, mit denen sie besonders effektiv umgehen können. Rund 10.000 Jahre später hat Homo sapiens den Neandertaler endgültig verdrängt. Wohl auch durch seine bessere Jagd- und Kampftechnik. Tatsache ist natürlich, dass eine perfekte Jagdwaffe, ein guter Wurfspeer zum Beispiel, dass der sicherstellt, dass das menschliche Gehirn, das ist ja ein Organ, was unheimlich viel Proteinnahrung benötigt, ausreichend mit Nahrung, mit Nährstoffen versorgt wird. Also ist natürlich eine gute Jagdwaffe förderlich, um das Gehirn am Laufen zu halten. Ein Sensationsfund in Deutschland aus den 1990er Jahren. Im niedersächsischen Schöningen finden Archäologen 8 hölzerne Wurfspeere. Ihr Alter wird auf mindestens 300.000 Jahre datiert. Vor rund 10.000 Jahren beginnen Menschen, gegeneinander Krieg zu führen. Mit Waffen, die sich auf der Jagd bewährt haben. Waffen wurden ja nicht nur zum Einsatz gegen Menschen entwickelt, sondern auch gegen Tiere, zur Jagd. Die Spezialisierung zur Militärwaffe einerseits und Jagdwaffe andererseits kam danach. Die Völker der Antike entwickeln die Waffentechnik mit großer Energie immer weiter. Mike Lotz ist Experte für historische Waffen. Speere faszinieren ihn besonders. Speere gibt es in allen Größen und Formen, schwer und sehr leicht. Ein normaler Wurfspeer hat im Gefecht einen entscheidenden Nachteil. Wenn er nicht trifft, fällt er in die Hände des Gegners. Der kann ihn gegen den Angreifer zurückschleudern. Mit dem Aufstieg Roms ab dem 6. Jahrhundert vor Christus beginnt ein neues Kapitel in der Geschichte des Wurfspeers. Der raffinierteste, cleverste, ausgeklügelste Speer der Geschichte war das römische Pilum. Über mehr als ein Jahrtausend lang setzen römische Soldaten ihre Speere in kriegerischen Auseinandersetzungen ein. Auch im Jahr 52 vor Christus. Die Gallier kämpfen verzweifelt gegen ihre Unterwerfung durch die Römer. Mit allen Mitteln wollen sie Lutetia, das spätere Paris, verteidigen.
4 römische Legionen greifen an. Schweres Gelände und der Widerstand der Gallier machen ihnen schwer zu schaffen. Am Ende siegen Caesars Legionäre. Wie haben sie ihre Wunderwaffe, das Pilum, eingesetzt? Die Römer kämpfen immer als Formation, nicht als Einzelne. Dagegen ziehen ihre Feinde als einzelne Kämpfer in die Schlacht. Und mit dem Pilum sorgen die Römer dafür, dass all die tapferen Streiter des Gegners ihre Schilde verlieren. Zur Grundausrüstung der römischen Legionäre dieser Zeit gehören ein schützender Kettenpanzer, ein Kurzschwert und 2 Wurfspeere. Die Länge eines typischen Pilums, 2 Meter. Gewicht, rund 2 Kilogramm. Schon auf den ersten Blick fällt auf, das Pilum unterscheidet sich von den üblichen Speeren der Antike. Auf einem langen Schaft sitzt vorne eine breite, viereckige Spitze. Wozu dient sie? Was ist ihr Geheimnis? Jens Christiansen ist Schmied und Experte für historische Techniken. Er will versuchen, ein Pilum so herzustellen, wie die Römer vor rund 2000 Jahren. Erster Schritt: Spitze und Schaft aus einem Rohling herstellen. Der muss rund 1000 Grad heiß sein, damit der Schmied ihn in Form hämmern kann. Wie du siehst, das ist wirklich... Das ist Schwerstarbeit. Das waren Jahrhunderte Schläge mit voller Kraft. Und das war ein Drittel? Ab jetzt ist es nur noch Fleißarbeit. Wir könnten die Maschine nehmen. Selbst unter dem modernen Maschinenhammer mit seinen 250 Schlägen pro Minute dauert das Formen des Rohlings in eine Pilumspitze mehrere Minuten. Die aufwendige Herstellung eines einzigen Pilums zeigt, wie fortgeschritten die Techniken der antiken Schmiede waren. Die Waffenfertigung der Römer hatte industrielle Ausmaße. Die römische Waffenindustrie war phänomenal. Eine durchschnittliche Legion hatte 4.800 Soldaten, also rund 5.000. Jeder Legionär trug 2 Speere auf der Schulter. Das macht 10.000 für eine ganze Legion. Es gab Schlachten mit 20 Legionen. Also 200.000 von diesen. Was für eine Leistung! Im Römischen Reich sind die Herstellungsverfahren standardisiert. Über die Jahrhunderte werden so viele Millionen Piler bereitgestellt. 2 Stifte fixieren den Eisenschaft am schweren Holzgriff. In der Schlacht von Lutetia bringt das Pilum Caesars General Titus Labienus einen entscheidenden Vorteil. Der Durchschlagskraft des römischen Wurfspeers haben die gallischen Krieger trotz ihrer schweren Schilde kaum etwas entgegenzusetzen. Caesar schreibt, die Frontreihe des Gegners wurde durchbohrt von unseren Speeren, unseren Pilern. Mit ein paar Speersalven kann General Labienus den Sturmangriff der Gallier stoppen. Dänemark, ein historisches Dorf als Museum. Um herauszufinden, was das Pilum gegen einen heranstürmenden Angreifer ausrichtet, bereitet Mike Lodes mit seinem Team ein Experiment vor. Wir simulieren hier den Angriff eines Barbaren gegen eine römische Schildformation. Das ist der Barbarenschild. Carsten ist der Barbar. Er wird den Schlitten hier so schnell er kann in meine Richtung ziehen. Dann werden wir sehen, ob das Pilum durch dieses dicke Holz dringt. Das wird nicht leicht, aber wir versuchen es. In Caesars Buch über den Gallischen Krieg heißt es, das römische Pilum habe sogar mehrere feindliche Schilde auf einmal durchschlagen können. Doch kann das stimmen oder übertreibt Julius Caesar hemmungslos?
Unglaublich. Es ist glatt durchgegangen. Fast mühelos. Verstärkt durch das Tempo des Angreifers. Die konische Spitze hat den Schild durchschlagen. Der lange Schaft ist dünner und ging deshalb ganz leicht weiter hinein. Deshalb kann das Pilum so tief eindringen. Das erklärt auch, warum die Römer so viel Aufwand bei der Fertigung der Pilum-Spitze und des langen Eisenschafts betreiben. Nur so kann dieser Speer mühelos den Schild des Gegners durchdringen. Doch hätte der Feind das Pilum herausziehen und zurückwerfen können? Hätte ich das gehalten, wäre der Mann hinter mir getroffen worden. Und auch wenn er nur so weit eindringt, wäre das hier passiert. Das Gewicht zieht ihn nach unten. Wenn ich jetzt weiter angreifen will, passiert das hier. Was mache ich also? Den Schild liegen lassen. Jetzt muss ich ungeschützt weiterkämpfen. Die Schlacht von Lutetia wird ein blutiger römischer Sieg und eine weitere Etappe auf dem Weg zur Unterwerfung ganz Galliens. Wie so oft in der Kriegsgeschichte entscheiden Disziplin und technologische Überlegenheit. Die Idee des Pilums ist, dass es nur einmal verwendet wird. Hat es sein Ziel getroffen, ist es verbogen und nutzlos. Das bedeutet, dass man es nicht auf die Römer zurückwerfen kann. Aber nach der Schlacht sammeln sie die Speere ein, bringen sie zum Waffenschmied und richten sie wieder für die nächste Schlacht. Eine clevere Waffe. Das Pilum kann viel mehr als ein gewöhnlicher Speer. Es durchsticht feindliche Schilde, wird aber gleichzeitig für den Gegner unbrauchbar. Eine Meisterleistung der römischen Waffenentwickler. Mit dem Niedergang Roms gerät das Pilum in Vergessenheit. Für den erfolgreichen, massenhaften Einsatz dieser Distanzwaffe braucht man industrielle Waffenfertigung. Dazu ist im frühen Mittelalter kein Königreich in der Lage. Unsere nächste Distanzwaffe, der Langbogen. Im Mittelalter wird er zum Albtraum der Ritter. Was ist sein Geheimnis? Und warum sind vor allem die englischen Langbogenschützen so gefürchtet? 26. August 1346. Crécy, ein kleiner Ort nahe der normannischen Küste. Hier stehen sich Truppen des englischen Königs Edwards III. Und seines französischen Widersachers Philipps VI. Gegenüber. Es ist die erste große Schlacht des Hundertjährigen Krieges zwischen England und Frankreich. Es geht um Macht und Territorien auf dem französischen Festland. England erhebt sogar Ansprüche auf den französischen Thron. Auf dem Papier sind Philipps Truppen klar überlegen. 30.000 Franzosen gegen 14.000 Engländer. Im Glauben an einen leichten Sieg haben sich die heranstürmenden Franzosen verschätzt. Englands Bogenschützen lassen einen Pfeilregen auf die Ritter niederprasseln. Historiker schätzen, dass es bis zu 35.000 Pfeile pro Minute sind. Seit mindestens 10.000 Jahren können Menschen mit Pfeil und Bogen schießen. Doch warum wird diese uralte Waffe ausgerechnet im Mittelalter noch einmal so entscheidend? Bogenbauer Anton Weninger kennt ihre Geheimnisse. Das ist jetzt ein englischer Kriegsbogen, ein Eibenbogen, der besticht eigentlich durch seine Länge und seine Durchschlagskraft. Und diese Waffe ist auch auf größere Distanzen noch sehr effektiv. Das Faszinierende für mich ist, das ist ein Stück Holz, das Pfeile irrsinnig weit befördert. Die gefürchteten ungarischen Reiter einige hundert Jahre zuvor setzen auf kürzere Kompositbögen. Die sind aus verschiedenen Schichten zusammengeleimt und eignen sich für den mobilen Einsatz. Ihre Durchschlagskraft ist begrenzt. Die angreifenden Ungarn verlieren im Jahr 955 gegen das Ritterheer des deutschen Königs Otto. Das Besondere am englischen Langbogen, er besteht aus einem einzigen Stück Holz, einem Baumstamm.
Anton Weninger erforscht die historischen Techniken, mit denen diese Waffe gebaut wurde. Bei der Bergeibe sieht man ganz besonders den Splint, das ist die hellere Schicht, und das ist das Kernholz. Der Kern ist bei der Eibe besonders hart und sehr widerstandsfähig. Und das Splintholz ist sehr beweglich und sehr zäh. Und wenn der Bogen aus der Eibe gebaut wird, bildet der Kern den Bogenbauch, also das ist die dem Stützen zugewandte Seite, und das Splintholz ist die vordere Seite vom Bogen. Das braucht man, weil der Bogen ja auf Zug geht und sich sehr stark biegt. Eibenholz wächst sehr langsam und ist daher perfekt für den Bogenbau geeignet. Heutzutage ist das widerstandsfähige Holz schwer zu bekommen. Ein einziger Stamm kostet um die 200 Euro. Und das hat seinen Grund. Im Mittelalter sorgt vor allem die englische Bogenproduktion mit ihrem Holzbedarf für das Verschwinden fast des gesamten europäischen Eibenbestands. Rohlinge für englische Langbogen stammen häufig aus Süddeutschland. Mitte des 16. Jahrhunderts ist in ganz Bayern keine einzige schlagreife Eibe mehr zu finden. Noch heute sind die Folgen dieses Kahlschlags sichtbar. In Deutschland gehört die Eibe zu den gefährdeten Arten. Der Mensch ist im Laufe seiner Geschichte und Entwicklung immer wieder mit der Natur ziemlich sorglos umgegangen, wenn es um die Beschaffung von Waffen, technischen Ressourcen ging. Wenn man sich das Mitterbergrevier anschaut in Österreich, dort wurde in der Bronzezeit Kupfererz abgebaut und auf den Abraumhalden, da wächst zum Teil heute nichts mehr. Rohstoffe sind seit jeher der Schlüssel für die Herstellung von Kriegsgerät. Die Römer brauchen 30 Tonnen Eisen, um eine einzige Legion kampffähig auszurüsten. Minen und Eisenhütten der Waffenproduktion vergiften schon in der Antike die Flüsse Europas. Sogar Luftverschmutzung ist schon im alten Rom ein Problem. Hunderte Schmelzöfen setzen giftige Abgase bei der Verhüttung von Kupfer, Eisen oder Bleierzen frei. Rohstoffe, die zum großen Teil für die Waffenherstellung verwendet werden. Zurück zum Langbogen. In seiner Werkstatt arbeitet Anton Weninger am Feintuning des Langbogens. Der hat inzwischen seine charakteristische Rundform. Die Vertiefungen an den Enden sollen die Bogensehne aufnehmen, die im nächsten Schritt hergestellt wird. Die Bogensehne ist entscheidend für die Wirksamkeit des Langbogens. Je robuster sie beschaffen ist, desto präziser und weiter kann der Bogen schießen. Historisch waren Brennnesselsehnen oder Flachssehnen, die sind aber heute nicht mehr so gut gewachsen wie früher, nicht so lange. Brennnesseln waren im Mittelalter bis zu 1,50 Meter hoch. Aus sicherheitstechnischen Gründen verwenden wir eine Nylonsehne. Das schützt auch den Bogen vor den Vibrationen und es ist gesichert, dass diese Sehne nicht reißt. Mittelalterliche Bogensehnen aus Naturmaterialien verlieren bei Regen schnell ihre Spannkraft und müssen dann ausgetauscht werden. Am Schluss folgt der heikelste Arbeitsschritt, das sogenannte Tillern. Anton Weninger schabt sehr feine Schichten ab. So kann er das Zuggewicht beeinflussen. Je mehr er wegschabt, desto niedriger ist es. Der mittelalterliche Langbogen aus Eibenholz, rund 2 Meter lang. Zuggewicht um die 140 Pfund. Zum Vergleich, heutige Sportschützen schießen mit 30 bis 50 Pfund. Für das langjährige Training mit dem Langbogen müssen die englischen Schützen einen hohen Preis zahlen. Ja, dieser Langbogenschütze hat eigentlich einen wirklich großen und überdimensionierten Bogen. Und die Probleme, die die meisten Langbogenschützen hatten, so wie dieser, sie hatten Verformungen vom Skelett. Die linke Hand, also die Bogenhand, war die Schulter unterentwickelt und an der rechten, an der Zughand, war die Schulter überentwickelt. Das hat man gefunden bei Skeletten. Man wusste sofort, ob das ein Bogenschütze war oder nicht. In der Schlacht haben mittelalterliche Bogenschützen vor allem eine taktische Aufgabe. Sie sollen mit Salven von Distanzschüssen die geschlossenen Reihen des Gegners aufbrechen. Doch wie genau und wie weit schießt ein historischer Eibenbogen? Unser erster Test auf 50 Meter, heute eine normale Wettkampfdistanz.
Verschiedene Faktoren beeinflussen die Flugbahn der Pfeile. Der Wind und auch Vibrationen beim Abschuss. Bei einem Bogen baut man im Prinzip eine Spannung auf durch Ziehen der Sehne. Ja, und dann ist da Energie drin gespeichert durch diese Spannung. Wenn ich die Sehne loslasse, wird diese sogenannte potenzielle Energie in Bewegungsenergie umgesetzt. Und in dem Moment, in dem ich loslasse, fängt diese Sehne aber an zu schwingen, so ein bisschen wie eine Gitarrensaite. Diese Schwingung überträgt sich dann auf den Bogen. Und wenn ich mit der Hand nicht wahnsinnig festhalte vorne, dann bekomme ich dann einen kleinen Schock. Und dann kann es sein, dass ich ein bisschen das Ziel verziehe tatsächlich. Als erfahrener Schütze muss Weninger die störenden Faktoren bedenken und die Flugbahn intuitiv vorausahnen. Auf 50 Meter von 10 Pfeilen, 5 in der Scheibe, bin ich zufrieden eigentlich. Mittelalterliche Bogenschützen sollen nicht nur genau, sondern auch schnell hintereinander schießen. Wie viele Pfeile pro Minute sind möglich? Eine Technik beim schnellen Schießen, die Pfeile vor sich in den Boden stecken. Anton Weninger zieht für seinen Schnellschussversuch einen Gambeson an, gepolsterte historische Kriegskleidung, die auch die Schützen bei Crécy trugen. Auf die Plätze, fertig, los. Boah. Das gibt's ja nicht. Eine ungewohnte Situation. Die mittelalterliche Rüstungsjacke macht das Treffen schwieriger. Und wie war die Zeit? 59,35. Okay, knapp darunter. Aber das ist nicht einfach mit dem Ding. Das ist sehr schwer, sehr unbeweglich. Die ersten habe ich nur nach unten ziehen können. Ich brachte den Arm nicht um. Die Pfeile sind irgendwo. Das ist schlimm. Wirklich sehr schwer. Manche modernen Schützen trainieren das Schnellschießen intensiv und brauchen pro Pfeil nur 1 bis 2 Sekunden. Besondere Techniken, etwa mit mehreren Pfeilen in der Hand, sind auch aus alten Quellen überliefert. Im mittelalterlichen England ist der Langbogen eine Art nationales Kulturgut. König Edward III. Erlässt 1369 ein Dekret, das Londoner Bürger zum regelmäßigen Bogenschießen verpflichtet. Die großen englischen Langbogen brauchen gut trainierte, kräftige Schützen. Das aber bedroht die feudale Ordnung. Diese Waffe ist erschreckend. Aus 2 Gründen. Erstens, sie tötet. Aber noch schlimmer, jetzt können Bauern Adlige töten. Diese Waffe verändert die natürliche Ordnung. Ein Bauer kann nun mit dem Langbogen einen Ritter töten. Diese Waffe bringt alle auf Augenhöhe. Keine Privilegien mehr, sondern Talent und Training. Auch deshalb ranken sich so viele Mythen um Bogenschützen. Der berühmteste unter ihnen lebt im Wald. Robin Hood. In ersten mittelalterlichen Balladen ist er noch ein Wegelagerer, ein einfacher Krimineller. Dann, in der Literatur des 16. Jahrhunderts, wird er mehr und mehr zum edlen Räuberhauptmann, der von den Reichen nimmt und den Armen gibt. Legendär sind seine angeblichen Fähigkeiten als Langbogenschütze, die Hollywood in vielen Filmen verewigt hat. Eine sehr unwahrscheinliche Geschichte. Räuber geben Armen kein Geld, sie nehmen nur von den Reichen. Aber er ist ein Volksheld, der erfunden wurde, als der König die Bauern unterdrückte und hohe Steuern verlangte. Die Idee war, dass eine mythische Figur auftaucht, das Geld vom König zurückholt und es denen gibt, denen es zusteht. Robin Hood, der mit dem Langbogen gegen die Männer des Königs kämpft. Er sorgt für Gerechtigkeit. Er ist ein Held der einfachen Leute.
Auch im echten Leben werden englische Langbogenschützen Rittern gefährlich. Mit ihren Pfeilsalven aus der Distanz. Aber wie weit können sie schießen? Anton Weninger testet seinen Eibenbogen auf eine Distanz von 100 Metern. Er muss im hohen Bogen schießen. Beim Zielen muss ich jetzt weit über die Scheibe fahren, bis auf den Waldrand hinauf. Das ist die Scheibe und jetzt muss ich darauf. Seine Pfeile kann er alle nah am Ziel platzieren. Sie graben sich tief in den Boden ein. Solche Distanzschüsse können sogar die Rüstung heranstürmender Ritter durchschlagen, so wie in der Schlacht von Crécy 1346. Die Bilanz damals nach stundenlangem Pfeilhagel: mehrere tausend Tote auf französischer Seite, nur wenige hundert bei den Engländern. Die schwere Niederlage wird das Königreich Frankreich für Jahrzehnte schwächen. Wieder hat überlegene Technologie eine wichtige Schlacht entschieden. Der Langbogen ist keine Präzisionswaffe. Ziel ist nicht, einen einzelnen Mann zu treffen, dafür aber eine Gruppe von Gegnern und auch deren Pferde, die sich dem Bogenschützen nähern. Sie feuern Salven auf eine große Zahl von Feinden ab. So gesehen, ziemlich modern. Der Langbogen, im späten Mittelalter schlachtentscheidende Waffe. Nach jahrelangem Training können Englands Bogenschützen gegen die französische Ritterstreitmacht siegen. Auch andere Herrscher Europas hätten gern solche schlagkräftigen Einheiten. Doch nur der englische König investiert genug Geld und Zeit, um eine effektive Truppe aus Bogenschützen aufzustellen. Am Ende des Mittelalters nimmt die Bedeutung des Langbogens schnell ab. Neue Waffen tauchen auf. Sie bringen Lärm, Rauch und den effektiveren Kampf aus der Distanz. Feuerwaffen revolutionieren die Kriegstechnik. Eine der tödlichsten Erfindungen des 19. Jahrhunderts ist das Minier-Geschoss. Es entscheidet über Sieg und Niederlage auf dem Schlachtfeld und bringt die medizinische Versorgung von Soldaten einen großen Schritt voran. Was ist so besonders an der neuen Munition? Vor dem Minier-Geschoss bis Mitte des 19. Jahrhunderts ist die Gefechtstaktik brutal und einfach. Soldaten bewegen sich in geschlossenen Linien auf den Gegner zu und schießen dann mit Musketen aufeinander. Diese Waffen waren sehr wirksam. Sie haben großen Schaden angerichtet, wenn sie einen Menschen trafen. Aber sie waren nur auf rund 40 Meter präzise. Im Gefecht hatten sie eine große Streuung. Eine Einheit Soldaten schoss ihre Musketen auf einmal ab, in der Hoffnung, ein paar Kugeln würden schon treffen. Das Minier-Geschoss wird diese Art von Kriegsführung für immer beenden. Sommer 1853. Russische Truppen marschieren ins Osmanische Reich ein. Der Krimkrieg beginnt. Der erste Medienkrieg der Geschichte. Fotograf Robert Fenton mit seinem mobilen Entwicklungslabor. Seine Fotos erzählen vom Alltag der Soldaten. Telegrafenleitungen verbreiten die Nachrichten über den ganzen Kontinent. Frankreich und England sind verbündet mit den Osmanen. In der Schlacht bei Inkermann am 5. November 1854 setzen sie das neue Minier-Geschoss gegen die russischen Truppen ein und entscheiden die Schlacht für sich. Auf einem Schießstand bei Gotha wollen wir herausfinden, was es mit dem Minier-Geschoss auf sich hat und wieso es die runden Bleikugeln so schnell überflüssig macht. Als erstes fällt auf die gänzlich andere Form der damals neuen Munition. Wolfgang Staber handelt mit historischen Waffen. Er weiß, wie entscheidend das Minier-Geschoss die Kriege des 19. Jahrhunderts beeinflusst hat. Das Minier-Geschoss hat wirklich tiefgreifend in die Geschichte eingegriffen, weil dieses Geschoss wirklich so gefertigt worden ist, dass die Präzision erheblich gesteigert worden ist. Der französische Offizier Claude-Étienne Minier
erfindet 1846 das revolutionäre Geschoss, das nur zusammen mit einem bestimmten Lauf funktioniert. Das Meunier-Geschoss ist nicht wie bis dahin üblich rund, sondern nach vorne hin spitz zulaufend. Nicht mal 3 cm lang und 32 Gramm leicht. Ein kleines Projektil mit großer Wirkung. Meunier hat die Geschossform so konstruiert, dass es die Grundlage war aller modernen Patronen. Doch was machte die Munition von Meunier so viel besser als die bis dahin üblichen Bleikugeln? Unser Schussexperiment beginnt. Entfernung 50 Meter. Ich werde jetzt je 10 Geschosse verschießen und dann möchte ich gerne sehen, wie groß die Streuung ist. Erst lädt Stabe Schwarzpulver, dann die runde Bleikugel, eingewickelt in ein sogenanntes Schusspflaster. Das ermöglicht einen gasdichten Abschuss im Lauf. Zum Test benutzt Stabe eine Brown-Bess-Muskete, im 18. Jahrhundert Standard im britischen Heer. Ziel kann man treffen, aber ganz ehrlich, Streufeuer ist da. Die Brown-Bess hat einen Steinschlossmechanismus. Der bringt das sogenannte Zündkraut aus Schwarzpulver durch einen Funken zur Explosion. Diese zündet dann wiederum die Treibladung im Lauf. 2 Zündungen hintereinander. Die Technik ist anfällig. Ja, wie das so üblich ist, wir sind Steinschlosswaffen. Das kann also häufiger zu Zündversagern kommen. Das Schwarzpulver verdreckt die ganze Sache. Und der Stein, der hier ist, der gibt natürlich auch irgendwann mal keine Funken mehr. Den muss man ersetzen. Also Funktionsstörungen waren fast an der Tagesordnung. Mit neuem Stein und frischer Zündladung geht unser Experiment weiter. Ja, das ist schon erstaunlich, dass man überhaupt diese Scheibe trifft. 8 Schuss sind auf der Scheibe, 2 sind daneben gegangen. Also man sieht schon, wie groß dieses Streufeld ist. Deswegen haben wir auch keine Vision drauf gemacht. Man hat nur in die Richtung gehalten und militärisch gesehen war das immer wie ein Schrotschuss gewesen. Die sind in Schützenlinie vorgezogen und haben dann gesagt, Feuer, und dann haben sie geschossen wie so ein Schrotschuss. Irgendeiner wird treffen. Jetzt das Meunier-Geschoss. Stabe muss es vor dem Laden einfetten, sonst würde es im Gewehrlauf kratzen und ihn mit Blei zusetzen. Eine dicke Schicht Geschossfett auf den charakteristischen Rillen des Projektils soll das verhindern. Passend zur Munition verwendet Stabe ein Enfield-Gewehr, das 1852 in der englischen Armee eingeführt wird. Das Meunier-Geschoss lässt sich besser laden wie das runde Geschoss mit dem Pflaster. Auch das Zielen funktioniert besser. Das Enfield-Gewehr verfügt im Gegensatz zur Muskete über ein Visier. Die liegen also wesentlich näher zusammen. Also eindeutig ist die Präzision jetzt schon mal besser. Mit der Muskete war ein Treffer eher Glückssache. Mit dem Meunier-Geschoss ist Wolfgang Stabe treffsicherer. Die Auswertung zeigt, mit dem neuen Projektil platziert Stabe 7 von 10 Schüssen nah bei oder auf dem Zielkreis. Mit der Bleikugel gelingen nur 3 Treffer, der Rest ist mit großer Streuung eingeschlagen. Das Meunier-Geschoss kann noch auf Distanzen von mehreren hundert Metern treffen. Das aber ist nur möglich dank einer weiteren Erfindung. Ein Teil der Neuerung, die es gab, das war nicht nur das Meunier-Geschoss, sondern auch der gezogene Lauf. Den sogenannten gezogenen Lauf gibt es schon vor dem Meunier-Geschoss, vermutlich seit dem späten 15. Jahrhundert. Die Idee schon damals, mit Rillen, die in die Innenseite des Laufs gefräst sind, soll das Geschoss in Rotation versetzt und damit stabilisiert werden. Es gibt verschiedene Verfahren zur Herstellung des gezogenen Laufs. Damals werden die Rillen aufwendig in den Lauf geschnitten. Heute werden sie gehämmert. Man muss schon sehr genau hinschauen. Dieser Drall ist im Mühbereich. Das heißt, so ein Lauf ist ein Präzisionsteil. Und so funktioniert ein Schuss durch den gezogenen Lauf. Durch die Explosion des Schwarzpulvers entsteht eine Gaswolke. Die treibt das Projektil an. Meuniers Geschoss hat einen Hohlboden. Durch die Wucht der Explosion wird der geweitet und schließt rundherum dicht mit dem Lauf ab. Dessen spiralförmige Züge lassen das Geschoss rotieren.
Je stärker die Drehbewegung ist, desto größer muss eine von außen wirkende Kraft sein, um das Projektil in diesem Fall von seiner Bewegung abzubringen. Das heißt also, dieser Drall, der sorgt für eine stabile Flugbahn, damit komme ich weiter. Wenn man diese Geschosse ohne Drall abschießen würde, dann wäre die Masseverteilung so ungünstig, dass sich das Ding überschlagen würde. Schon lange vor Claude-Étienne Minier tüfteln Militärs an der Weiterentwicklung ihrer Munition. Es geht immer darum, treffgenauer, weiter und vor allem schneller hintereinander schießen zu können. Schon im 16. Jahrhundert gehen Musketiere dazu über, spezielle Holzröhrchen mit zuvor abgemessenen Pulverladungen zu verwenden. Daraus entwickeln sich im Laufe des 17. Jahrhunderts Patronen aus Papier, die den Ladevorgang weiter vereinfachen. In einer Hülle enthalten sie neben dem Schießpulver auch das Bleiprojektil. Der nächste Schritt: die Komponenten der Patrone in einer Metallhülse zu vereinen. Das gelingt als ersten französischen Büchsenmachern. Zunächst Casimir Le Faucheux mit seiner Stiftzünderpatrone. Dann dem Waffenschmied Louis Flaubert. Ihre Patronen sehen schon fast aus wie moderne Munition. The metal cartridge was a crucial advance. Die Metallpatrone war ein entscheidender Fortschritt in der Waffentechnik, weil sie alle vier Komponenten vereinte. Sie enthielt die Kugel oder das Projektil, sie enthielt das Schießpulver und das Zündhütchen, das das Schießpulver entfachte. Und zuletzt die Hülse selbst. John Moses Browning, ein US-Waffenfabrikant, entwickelt vor 100 Jahren Munition mit breiter Hülse und schlankem Projektil an der Spitze. Noch heute sieht Gewehrmunition fast genauso aus wie damals. Doch die Wirkung von Munition variiert je nach Herstellungszweck. Manche Projektile wirken so verheerend auf den menschlichen Körper, dass sie international geächtet werden. Ich will jetzt wissen, wie wirkungsvoll dieses Miniergeschoss ist im Vergleich mit einer Rundkugel und der heutigen NATO-Patrone. Ich schieße jetzt auf diesen Ballistikblock. Das ist ein ganz besonderes Gel. Dieses Gel zeigt mir wirklich die Wirkung eines Geschosses auf einen Körper. Jede Munition braucht das passende Gewehr. Für die Bleikugel nimmt Staber wieder eine alte Muskete. Der Treffer geht mitten durch den Gelblock und tritt hinten wieder aus. Für die NATO-Patrone benutzt Staber ein halbautomatisches Gewehr. Die Patrone selbst gehört seit fast 50 Jahren zur Standardausrüstung westlicher Armeen. Auch hier Durchschuss. Zuletzt schießt Wolfgang Staber mit dem Minier-Geschoss auf den Gel-Dummy. Die mehr als 150 Jahre alte Geschossform hat die größte Aufprallenergie. Das Minier-Geschoss war eigentlich das wirkungsvollste, weil das hat sich am meisten bewegt hier. Man sah also deutlich die große Auftreffenergie und der hat sich auseinandergedrückt. Das ist also so eine erhebliche Belastung drauf. Und das hat mich schon erschrocken, dass dieses altertümliche Minier-Geschoss so eine große Wirkung hatte. Der direkte Vergleich. Links die Bleikugel, rechts die NATO-Patrone, in der Mitte das Minier-Geschoss. Mit verheerender Wirkung, wie bei den Opfern des Krimkriegs 1853. Wenn man sich einen Schuss genau ansieht, dann bleibt wirklich ein großer Platz übrig, in dem einfach das Gewebe zerstört wurde. Und auch wenn jetzt zum Beispiel ein Knochen in diesem Schussverlauf war, wurde er einfach zersplittert. Das heißt, die Wunden waren sehr, sehr groß, die Knochen darin aufgesplittert. Und es war sehr, sehr schwierig, hier noch einzugreifen und chirurgisch zum Beispiel weiterzuhelfen. Die Verletzungen durch die neue Munition haben weitreichende Folgen. Im Zweiten Italienischen Unabhängigkeitskrieg kommt es 1859 zur Schlacht von Solferino. Österreichs Armee trifft auf Franzosen und Italiener. Der Schweizer Geschäftsmann Henri Dunant wird durch Zufall Zeuge der verheerenden Wirkung der Minier-Munition. Auf dem Schlachtfeld liegen fast 40.000 Tote und Verwundete.
Spontan organisiert Dunant mit Freiwilligen die Versorgung der Verwundeten. Es ist der Beginn einer Bewegung, die schon bald den Namen Rotes Kreuz tragen wird. In den deutschen Einigungskriegen von 1864 bis 1871 ist schon eine Vorgängerorganisation des Deutschen Roten Kreuzes im Einsatz. Die Zähmung des Kriegs ist das große Thema des 19. Jahrhunderts. Es geht um Hilfe für Verwundete und verbindliche Regeln für die Kriegsführung. 1899 einigen sich die Großmächte auf die Haager Landkriegsordnung. Sie untersagt unter anderem den Einsatz von Waffen, die unnötig Leiden verursachen. Ein Meilenstein auf dem Weg zum humanitären Völkerrecht, aber mit begrenzter Wirkung. Im Ersten Weltkrieg wurde die Haager Landkriegsordnung von allen Nationen gebrochen. Warum? Weil die Alternative die Niederlage war. Regeln sind Regeln. Aber wenn es hart auf hart kommt, ist der Gedanke, ein bisschen zu betrügen, verlockend. Das ist nur menschlich. Erst nach den Millionen Toten der beiden Weltkriege setzt Umdenken ein. Die Gesellschaften des 21. Jahrhunderts scheinen kaum noch bereit, ganze Generationen junger Soldaten zu opfern. Die Folge ist die Entwicklung von Distanzwaffen, die die Gefahr für die eigenen Soldaten minimieren. Der Gedanke ist natürlich verlockend, Krieg sozusagen zu desinfizieren, ihn so zu führen wie ein Computerspiel. Wir sitzen weit weg, drücken ein paar Knöpfe und die Bösen verschwinden. Aber das Spiel wollen die Bösen so nicht spielen. Entfernung und Präzision bringen zwar Vorteile, aber eine Schlacht gewinnt man nur, wenn man den Feind auch wirklich besiegt. Wenn er nicht rauskommt, muss man ihn holen. Und das bedeutet, dorthin zu gehen, wo er es haben will. Dennoch wird weiter mit großem Aufwand an der Entwicklung neuer Distanzwaffen gearbeitet. Manches wirkt dabei wie aus einem Science-Fiction-Film. Zum Beispiel die Railgun, eine Waffe, die bei der US Navy erprobt wird. Das Projektil wird hier nicht mehr, wie über Jahrhunderte üblich, durch eine Explosion aus dem Lauf katapultiert. Die Railgun beschleunigt ihr Geschoss durch ein extrem starkes Magnetfeld. Sie soll ein Ziel in 185 Kilometer Entfernung präzise treffen können. Bis zu dieser Zukunftswaffe war es ein weiter Weg. Erste Distanzwaffen wie der Speer treffen nur auf wenige Meter. Über die Jahrtausende nimmt die Kampfentfernung immer mehr zu. Das Projektil der Railgun durchschlägt beim Test sogar mehrere Stahlplatten. Doch diese Waffe hat ein Problem: ihren großen Stromverbrauch, der für die hohe Geschossgeschwindigkeit nötig ist. Ob sie die Kriege der Zukunft verändern wird, bleibt offen.